Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen im Train Simulator. Heute mal wieder auf der Strecke München-Rosenheim. Wir fahren heute zum ersten Mal die S-Bahn, allerdings heute die Baureihe 430, welche im Normalfall bei der S-Bahn Rhein-Main angestellt ist. Und ja, wir haben heute mal dieses Triebfahrzeug hier nach München, ja, man könnte sagen, entführt und steigen auch direkt ein und rüsten den Zug auf. Entgegen kommt uns hier schon eine der normalen Münchner S-Bahnen. Und jo, als allererstes beginnen wir damit, die Batterie einzuschalten. Volt Spannung. Wir lösen als nächstes die Federspeicherbremse. Und gelöst. Wunderbar. Ja, PZB und SIFA lassen wir noch in Ruhe. Dazu kommen wir gleich. Wir schauen uns erst einmal ganz kurz hin drin um. Ganz typisches Sitzpolster von der Deutschen Bahn. Wunderbar ausmodelliert. Hier hinten sogar die Haltegriffe. Die Kameras, die uns das Gefühl von Sicherheit vermitteln sollen. Hier sogar die Notentriegelung der Türen. Missbrauch ist natürlich strafbar. Also wirklich alles allerfeinstens ausgearbeitet. Hier oben dann auch noch gerade der Stationsanzeiger gewesen. Und ja, das würde hier die erste Klasse sein. Okay. Weiter geht's auf uns erstmal damit, dass wir die Türen öffnen. Wenn diese sich denn mal öffnen lassen würden. Obwohl, wir müssen wahrscheinlich erstmal den Pantographen draußen heben. Genau, die Stromaufnehmer gehen hoch. Und hier der Hauptschalter ist noch nicht drin, den müssen wir auch noch einschalten. So, jetzt ist auch der eingeschaltet. Und dann sollten wir auch die Türen öffnen können. Und genau, wie gesagt, das klappt. Unser nächster Halt ist dann München-Laim am Bahnsteig Nummer 3. Hier links neben uns ist jetzt gerade ein Intercity eingefahren. Wir werden auch gleich links neben uns noch eine S-Bahn haben, die allerdings nicht korrekt angezeigt wird. Die fährt quasi an uns vorbei, also wir werden gleich einen Ton hören und uns wundern, wieso? So, die Beleuchtung hier drin nochmal noch einschalten. Den Fahrtrichtungswender hier in Vorwärtsstellung bringen. Ja, die SIFA lassen wir wie immer aus. PZB eingeschaltet, Modus O. Dafür steht hier die 85, also obere Zugart. Vmax damit 160 Stundenkilometer. So, Notbremsüberbrückung brauchen wir nicht. Können wir jedoch hier im Fahrzeug trotzdem bedienen. Ja, da es regnet, werden wir den Scheibenwischer doch einschalten. Und wir müssen allerdings noch die Wischgeschwindigkeit ein wenig erhöhen. Das können wir hier unten gleich machen. Genau. Da reichen schon wirklich die minimalsten Veränderungen für einen ziemlich großen Ausschlag. Deswegen mache ich das Ganze hier ziemlich langsam. Ja, das war das, was ich meinte. Der Scheibenwischer ist echt fies. So. Gefällt mir das schon viel besser. Ja, die Türen sind noch geöffnet. Werden wir allerdings jetzt auch schließen.
So. Zu die Türen. Und dann heißt es auch schon für uns Abfahrt. Wir drücken die Taste E auf die Tastatur. Und fahren los. So, V-Überwachung 45 Stundenkilometer. So, das Ganze wird bestätigt per PZB-Freitaster. Wir dürfen hier nämlich mit 100 Stundenkilometer fahren. Dort drüben schon die nächste S-Bahn. Wie es scheint nach Grafingen. Die S4. So, LZB. So, jetzt geht es hier nochmal leicht in die Steigung. Ja, also der Zug wird hier wahrscheinlich in München so nicht anzutreffen sein. In Stuttgart allerdings könnte man die 430er öfters mal zu Gesicht bekommen. Genau. Leim kommt in circa einem Kilometer. Ah, die Wischgeschwindigkeit gefällt mir aber echt noch nicht. Na, nicht ganz aus. So, Bremse. Sehr schön ist hier auch an dem Triebfahrzeug das Zusammenspiel von Luftdruck, Bremse und E-Bremse. So, da wir eine Doppelgarnitur haben, halten wir ganz vorne. Wir haben keinen Kurzzug. Auch keinen Vollzug. Wir haben einen langen Zug. So, wir geben die Türen auf der rechten Seite frei. München-Leim. Obwohl, gehen wir noch als Vollzug durch? Ja, wir würden eigentlich auch als Vollzug durchgehen. Ja, dann halten wir an der nächsten Bahnsteigmarkierung Vollzug. So, die Türen sollten sich jetzt eigentlich schließen. Jetzt. Okay. Weiter geht's. Wieder langsam anfahren. Unser nächster Halt ist Hirschgarten, Bahnsteig 2. Und da kommt er auch gleich schon.
Es geht hier ratzpatz. Aber nirgendwo jemand da einsteigen will. Verdächtig ruhig hier. So, dann probieren wir es nochmal mit der Haltemarkierung Vollzug. Hirschgarten. Na, die Türen gehen auch alle auf. Ja, das passt. Vollzug passt von der Länge. Im Normalfall wissen wir das schon von vornherein. Hier auf der rechten Seite haben wir jetzt hier das ICE-Werk. Ja, heute leer. Ausnahmsweise. Wir schließen die Türen. Und fahren ab. Weiter geht's bei uns mit 90 Stundenkilometern. Ja, und ich sehe gerade, wir haben ja eine maximale Anfahrtszugkraft von 25 kN. Aber der Zug kommt trotzdem relativ schnell auf Touren. Nächster Halt, Donnersberger Brücke. Schilderwald aus Haltepunkttafeln. Das war die falsche Seite. Jetzt aber wieder richtig. Ja, das Vorfeld vom München Hauptbahnhof ist heute ziemlich leer. In Realität würden wir hier zu jeder Tageszeit, an jedem Wochentag, unendlich viele Züge finden. Aber da es auch jetzt für uns gleich wieder weitergeht, ist das kein großes Problem. Wir fahren nämlich gleich. Naja, gut, werden wir gleich sehen. Erstmal zur Hager Brücke. An der Hager Brücke nehmen wir dann die nächsten Fahrgäste auf. Und dann müsste es durch die Haltestelle München Hauptbahnhof tief gehen. Genau, München tief, Bahnsteig 2. Ja, hier geht's einmal hoch und runter. Wie in der Berg- und Talbahn. Nur mit etwas höheren Geschwindigkeiten.
Ja, und hier haben wir sie, die Hackerbrücke. Und hier vorne rechts der München Hauptbahnhof. Einmal die Türen freigegeben. Also der Zug gefällt mir äußerlich, muss ich sagen, echt gut. Wunderbare Kanten. Hier oben vor allen Dingen die Dachkonstruktion. Einwandfrei. Alles ganz gerade gezogen. Auch die Rundungen hier vorne an der Schnauze gefallen mir echt gut. Die Scharfenbergkupplung hier vorne sehr, sehr gut imitiert. Wirklich feine Logos. Einfach nur krass. So, wir sind im S-Bahn-Verkehr. Wir dürfen nicht trödeln. Wir haben uns heute schon genug Verspätung eingehandelt. So, 60 Stundenkilometer. Und dann geht's mal runter in den dunklen Schacht. So, da müssen wir jetzt hier ziemlich abbremsen. So steil, wie das runtergeht. Uiuiui. Und hier kommt schon der Bahnsteig. Schneller als gedacht. So, hier gibt es keine Haltepunkttafeln für Halb- und Vollzug. Hier müssen wir ungefähr abwägen, wo wir anhalten. Und ich würde mal sagen, dass wir mit dem aktuellen Haltepunkt hier relativ gut bedient sind. Okay. Am Hauptbahnhof. So, wenige Sekunden warten, bis es dann weitergeht. Ja, das sollte genügen. Ja, die Fahrgäste müssen sich heute bei uns beeilen. Wir müssen das hier alles pünktlich schaffen. 19 Stationen, die wir heute insgesamt anfahren. Und die nächste ist Karlsplatz. Genau, der Karlsplatz. Leicht abbremsen. Und jetzt etwas stärker. Also ich habe mir wirklich schon so lange vorgenommen, hier auf der Strecke München-Rosenheim mal die S-Bahn zu fahren. Und ich habe es aber echt immer und immer wieder versäumt. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft und ich merke gerade, wir können den Scheibenwischer ausstellen. Ist ein bisschen sinnlos hier unten. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft und ich glaube, das auch mit Erfolg, zumindest bisher.
So, jetzt muss ich schauen. Sind die Türen offen? Ja, sind sie. Karlsplatz, Stachus. Wieder wenige Sekunden anhalten, bis es dann weitergeht. Ja, wir hätten noch einen kleinen Moment länger warten können. Aber das geht auch so. Und Abfahrt. Überall grün, sogar im Gegengleis, wo nicht mal ein Zug kommt. So, Marienplatz. Bahnsteig 2 und 3. Das ist wirklich auch clever gelöst, dass man hier beide Bahnsteige verwendet. Das erleichtert das Ein- und Aussteigen ungemein. Na, wir stehen komplett im Bahnhof, da können wir auch etwas eher anhalten. Hauptsache unser kompletter Zug ist drin. Und alle Türen auf. Und immer schön Achtung an der Bahnsteigkante, ne? Aufpassen. Auch wenn hier die Abbildung mit dem, naja, ICE-Triebkopf nicht ganz hinhaut. Ich bezweifle, dass hier unten ein ICE langfahren wird. Marienplatz. Die Türen schließen. Die Türen sind geschlossen. Wir fahren ab. Ja, also wie es scheint, hätten wir uns das Einschalten der PZB heute auch sparen können. Bisher hatten wir nämlich noch nicht eine Beeinflussung. Abgesehen bei der vom Start. So, nächster Halt, Isartor. Bahnsteig 1. Ich finde es immer ganz interessant, wie so manche S-Bahn-Haltestellen zu ihren Namen kommen. Wieso die Haltestelle jetzt hier Isartor heißt, weiß ich nicht. Wenn jemand die Geschichte dazu kennt, schreibt sie doch bitte unten in die Kommentarleiste. Das wäre wirklich wunderbar. So würden alle, die sich dieses Video anschauen, davon profitieren. Sogar hier mit einer Weiche im Bahnhof. Ich weiß nicht, hätte man das nicht irgendwie anders lösen können? Muss man das im Bahnhof machen? Na gut, es sind ja nur die letzten Meter. Aber die fehlen ja quasi dem Zug, der hier anhält, weil man kann nicht auf dem Gleis hier vorne anhalten und den Passagieren dann zumuten, dass sie übers Gleis springen müssen. Das geht ja nicht. So, erfolgreicher Halt, Türen schließen. Ja, das ist jetzt hier relativ lange immer und immer wieder dasselbe Prozedere, bis wir endlich aus dem U, beziehungsweise, naja, S-Bahn ist es ja, bis wir aus dem S-Bahn-Schacht hinaus sind. Wir sehen hier vorne auch schon einen leichten Anstieg, also wir können damit rechnen,
dass wir es bald geschafft haben. Jetzt haben wir hier vorne die einzelnen Tunnelröhren jeweils schön ausgeleuchtet. So, ganz leichte Zugkraft vorgewählt. Eine typische Zickzack-Oberleitung haben wir auch an Bord. So, dann brauchen wir jetzt hier etwas weniger abbremsen. Dennoch müssen wir aber zum Bremshebel greifen. Oder in dem Fall haben wir hier einen kombinierten Fahr- und Bremsschalter. Und ja, da sind wir hier an einem der ziemlich streckentypischsten S-Bahn-Haltestellen dieser Strecke, nämlich am Rosenheimer Platz. Wieso, kann sich wahrscheinlich jeder denken. Strecke München-Rosenheim halt. Link zur Strecke natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Also wer da Interesse hat, ich kann die Strecke echt nur weiterempfehlen, es lohnt sich. Und ihr könnt euch ja selbst ein Bild davon machen. Gut, ich meine jetzt hier in den S-Bahn-Schächten haben wir nicht den allerschönsten Ausblick, aber spätestens dann, wenn wir, was dürften als nächstes wieder oben kommen? Können wir uns kurz nachschauen? Ja, am Ostbahnhof, da geht es auf jeden Fall wieder hoch. So, weiter geht's. Jetzt haben wir hier vorne auch wieder eine Doppelröhre. Ähnlich einem Tunnel. So, hier dürfen wir auch nochmal die Außenansicht genießen in der Röhre. Ein bisschen mehr Zugkraft geben. Ich finde das echt schön, muss ich sagen, dass man hier die Tunnelröhre sogar ausbeleuchtet hat. Oh. Was denn hier? Wir sagen jetzt V-Überwachung 45 Stundenkilometer. Okay, das ist jetzt komisch. Also wir haben ja hier auch eine Testfahrt, muss ich ganz kurz noch dazu sagen. Wir testen gerade hier die Baureihe 430 für das Münchner Streckennetz und wir haben hier eine Dunkelschaltung, komischerweise. Das Kennlicht brennt. Wir bestätigen das Ganze mal mit der Wachsamkeitstaste, dass wir es bemerkt haben und müssen dann davon ausgehen, dass das nächste Hauptsignal rot sein könnte. Wir schalten auch den Scheibenwischer wieder ein. So, 60. PZB frei. Ja, okay, das war jetzt komisch. So, dann wären wir hier schon in München Ost.
Den Bahnhof kennen wir nur allzu gut. Hier haben wir schon das ein oder andere Mal mit einem Intercity oder Eurocity angehalten. Regionalbahn sind wir auf der Strecke noch nicht so oft gefahren. Aber auch das werden wir demnächst nachholen. So, Türfreigabe auf der rechten Seite. Natürlich in Fahrtrichtung gesehen. Also ich finde den Zug echt klasse. S-Bahn Rhein-Main, DB. Ist zwar schon ein etwas älteres Modell, aber sieht echt gut aus. So, Leuchtenbergring, Bahnsteig 4 ist unser nächster Haltepunkt. Wir schließen die Türen und fahren ganz zügig ab. Hier unten finden sich schon wieder ETCS-Balisen. Eine Strecke München-Rosenheim ist halt auch eine ziemlich wichtige, muss man sagen. Sie stellt ja die Verbindung nach Österreich unter anderem her, über Kufstein. Also ich lerne hier gerade auf der S-Bahnfahrt so viele neue Bahnhöfe kennen. Das ist echt unglaublich. Aber das ist halt so, wenn man das erste Mal S-Bahn fährt. Zumindest auf der Strecke hier. Wir sind schon des Öfteren S-Bahn gefahren. Und kürzlich ist ja auch die S-Bahn Rhein-Main erschienen. Allerdings bin ich persönlich jetzt nicht so von der Strecke, ja, sag ich jetzt mal, na, überzeugt nicht unbedingt. Ich bin einfach nicht so der S-Bahn-Fahrer. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so von S-Bahn-Fahren haltet. Also ich meine jetzt nicht von der Nutzung der S-Bahn, sondern was ihr denn zu der Strecke sagen würdet oder sagt. Natürlich würde das Triebfahrzeug hier wunderbar dazu passen. Ich glaube, die 430er, die fährt in Stuttgart, wenn ich mich da nicht irre. Ah, das ist ein echt schöner roter Fletzer. Ich weiß jetzt leider nicht, ob der störungsanfällig ist. Aber ich meine, jedes Fahrzeug hat irgendwo seine Macken. 101er mit Intercity hinten dran, oder zumindest Intercity-Wagen. Für uns geht's mit 60 Stundenkilometern weiter. Einmal raus. Und im Anschluss dann mit 100. Es sei denn, dort vorne das nächste Hauptsignal mit dem... Ah ne, das ist nicht für uns geltend. Oder 110. Auch eine schöne Ziffer. Und eine noch schönere Geschwindigkeit. So, nächster Halt, Berg am Laim. Und wenn ich es richtig erkenne, steht dort schon die nächste BR 430er Garnitur.
Eine weitere Testfahrt. Sind quasi hier heute Erprobungsfahrten, die wir unternehmen. Das könnte auch einer der Gründe sein, wieso ständig an den Bahnsteigen keine Passagiere stehen. Aber da finden sich in München eigentlich immer welche. Auf der linken Seite die Ausfahrgruppe vom Rangier- und Güterbahnhof in München Ost. Die schauen wir uns auch gleich nochmal etwas näher an mit den schönen Flügelsignalen. Schön die Türen, wie die aufgehen. Ein dynamischer Zug. Ja, das wären hier die Ausfahrtsgleise im Rangierbahnhof. Hier werden unter anderem die Züge abgefertigt, die dann in Richtung Brenner durch Österreich nach Italien rollen. Ja, bis kürzlich noch hauptsächlich von der Dispolok-Familie gezogen. Mittlerweile die unterschiedlichsten Eisenbahnverkehrsunternehmen aus aller Welt. MRCE Dispolok natürlich auch. Oder ja, bekannte Vertreter wären dann noch die BLS. Und bei der DB selbst bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Aber ich glaube, die fahren maximal bis Österreich. Da will ich jetzt aber echt nichts Falsches erzählen. Also da dann lieber nochmal nachrecherchiert. Ja, die ÖBB auf jeden Fall. Fertigt hier auch Züge ab. Oder übernimmt die dann ab hier. Ja, Locomotion bestimmt auch. Also die 189er zum Beispiel oder Vectrons mit dem entweder blauen oder roten Zebra-Farbkleid. Nächster Halt, Trudering, Bahnsteig 3. Volle Zugkraft mal vorgewählt. Oh, die Strecke macht echt Spaß. Also noch dazu mit so einem geilen Fahrzeug. Unbeschreiblich. So, und ich glaube, wir sollten mal abbremsen. Nach Trudering geht es dann mit 120 weiter. Und dann dürfte auch der Bahnhof Gronsdorf folgen. An der Stelle kann ich immer nur wieder auf das Video vom Trainspotting von mir verweisen. Ein paar sehr schöne Aufnahmen. Wahrnehme ich selbst schon. Ja. In der Gegend mit der Kamera unterwegs. Und so, hier haben wir wieder unsere altbekannten Halttafeln. Und daran werden wir uns auch mal wieder halten. Und dann einmal den Ausstieg vorbereiten auf der linken Seite. Und der Zug steht in 3, 2, 1, 0.
Ja, wir können uns mal an der Seite die Anschrift ganz kurz anschauen. Also von den Triebzug 430-152-3. Deutschland, Deutsche Bahn. Mit Notbremsüberbrückung ausgerüstet. Dafür haben wir auch extra in der 430er vorne einen Knopf. Den können wir uns gleich nochmal anschauen. Abstoßen und ablaufen lassen verboten. Hier. Länge über Kupplung 68,3 Meter. Ja, Fahrradabteil. DB Regio AG Hessen, S-Bahn Rhein-Main, Frankfurt am Main. Ja. An den anderen Triebwagen steht Ähnliches dran. Und ich würde mal meinen, das war's. Wir können die Türen mal wieder schließen. Oh, die gehen aber schnell zu. Und Abfahrt. Nächster Halt, Gronsdorf, Bahnsteig 2. So, VMAX 120. Weiterhin. Also, dass es 2 Kilometer sind bis Gronsdorf, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja gut, man sollte die Länge hier nicht unterschätzen. Also eine Unterführung, die braucht schon ordentlich Platz. Denn der Bahnhof kommt hier gleich unmittelbar im Anschluss. Also hier wären jetzt die Gleise, die von rechts gerade kamen, die auf die Hauptstrecke einzweigen. So, Gronsdorf kommt dort vorne. Also schön stark abbremsen jetzt. Auf der linken Seite die riesigen Werbeplakate. Ja, das ist tatsächlich an dem Bahnsteig hier leider so. Auch eine Splitbox haben wir hier an Bord. Na, ich sage immer an Bord, am Bahnsteig. Ausstieg links. Und da wären wir in Gronsdorf. Ja, hier haben wir noch Parkmöglichkeiten. Und ich glaube, die Fotoposition war ungefähr hier. Ja, die Büsche standen damals noch nicht dort. Und ich glaube, die stehen auch noch nicht dort. Also nämlich hat man einen freien Blick auf die Gleise. Und der reicht ziemlich, ziemlich weit. Und ja, bei einer vierspurigen oder viergleisigen Strecke hat man natürlich ein dementsprechendes hohes Verkehrsaufkommen. Da gibt es immer was zu sehen. Da muss man immer unterscheiden, kommt jetzt eine S-Bahn oder kommt jetzt auch ein Güterzug oder Eurocity. Lohnt es sich, eine Aufnahme zu machen? In der Regel sollte man am besten, also ein kleiner Tipp von mir, wenn man sich da... Ja, ich sag jetzt mal, keinen Zug entgehen lassen will, auf jeden Fall alle aufnehmen. Im Nachhinein kann man die immer noch aussortieren, die einem nicht gefallen. Und dann die entsprechenden Videoschnipsel wegschmeißen. Aber im Nachhinein aufzeichnen wird schwierig.
Nächster Halt H, Bahnsteig 4. Einmal die volle Zugkraft entfalten. So, langsam aber sicher runterbremsen. Der Bahnsteig naht. Ja, die Bahnsteige erscheinen immer so extrem kurz. Dabei sind die länger als man denkt. Aber man sollte es auch wieder mal nicht unterschätzen. Also mit zu hoher Geschwindigkeit einfahren, ja, kann auch tödlich sein. Dasselbe Spiel. Türen freigeben bei Zugstillstand. Und ab geht die Post. Das Ganze hier mal vom Bahnsteig betrachtet. So, unser nächster Halt ist dann in Vaterstetten, Bahnsteig 2. Ja, unser vorvorletzter Bahnhof. 3 haben wir noch. Auf 120 wird wieder beschleunigt. Ich glaube, viel mehr werden wir auf der Strecke auch hier nicht fahren. Und angehalten. Ah, das war versehentlich jetzt eine Schnellbremsung. Das war viel zu viel. Ja, das ist halt das Problem, wenn man gerade mal rausguckt und nicht unten auf den Bremskraftanzeiger schaut. Sollte man nicht machen. War jetzt hier ein schlechtes Beispiel.
So, stopp. Aber wir haben bis jetzt jeden Halt erfolgreich abgeschlossen. Wir liegen also scheinbar gut in der Zeit. So, ihre nächsten Reisemöglichkeiten. Die S4 nach Geltendorf. Die S4 nach Ebersberg. Die S4 nach Geltendorf. Und die S4 nach Ebersberg. Jeweils mit den Minutenabständen von 13 Minuten, 20 und 33. Am Gleis 1, 2, 1 und 2. Ja, ein Glück, dass hier wahrscheinlich keine Anschlussmöglichkeiten durchgesagt werden. Ich glaube, das sollte auch jeder selbst hinbekommen. Okay. Die Türen gehen zu. Die Fahrgäste freuen sich, dass wir pünktlich abfahren. Aber das hört auch nicht auf zu regnen. Also es ist hier wahrscheinlich das ganze Szenario so. Naja, damit muss man leben. Wir können ziemlich froh sein, dass es heute nicht neblig ist. Wir haben nämlich, ich glaube, schon Herbst hier. Auch wenn man es den Bäumen nicht ansieht. Nächster Halt, Baldham. Bahnsteig 2. Also Baldham habe ich auch noch nicht gehört. Naja, Bahnfahren formt die Geokenntnisse. Und einmal anhalten. Hier kann man mal richtig den Sound genießen. Tatsächlich. Ein Zivilist. Sowas gibt es noch in München. Wieso möchten denn die Türen nicht aufgehen? Möchte etwa keiner aussteigen? Jetzt. Der hat aber einen ernsten Blick. Hier oben auch unser Lautsprecher. Müsste bestimmt einer sein. Ja, und wir wollen die Tür nicht so lange offen stehen lassen, sonst wird es kalt im Zug. Wir schließen die Türen und fahren pünktlich ab. Dann lösen dazu wieder die Bremse. Wählen automatisch Zugkraft vor und dadurch stellen sich dann hier die Bremse in die Lösestellung. Und damit verabschieden wir uns aus Baldham. Auf ein fröhliches Wiedersehen. Uhr 1:52. Ja, das ist jetzt hier unser letzter Bahnsteig.
den wir heute anfahren. Ich bedanke mich erst einmal ganz, ganz, ganz doll bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch weiterhin allzeit gute Fahrt. Wie gesagt, das Streckenaddon gibt es in der Videobeschreibung. Verlinke ich euch auch extra. Beim Zug weiß ich gar nicht, ob der noch verfügbar ist. Den habe ich mir, glaube ich, damals auf Rail Traction geholt. Wenn ihr daran interessiert seid, am besten einfach mal in eure Internet-Standard-Suchmaschine eingeben. BR430 Transimulator Railworks. Und dann solltet ihr da fündig werden. Oder werdet ihr fündig. Ja, also meine Meinung zum Zug genauso gelungen wie die Strecke. Beides wunderbare Addons wirklich. Ich kann sie echt nur wärmstens weiterempfehlen. Für die Strecke München-Rosenheim gibt es vor allen Dingen sehr, sehr viele Freeware-Szenarien. Also Szenarien, die frei zum Download erhältlich sind. Teils halt auch mit Payware-Rollmaterial. Aber vieles ist da Freeware. Wir haben hier die Einfahrt mit 30 Stundenkilometern nochmal zu erwarten. Bestätigen die ZS3V-Tafel. Bremsen auf 30 runter. Freuen uns über den letzten Bahnhof, den wir hier noch anfahren dürfen. Der Kollege wird ab dann hoffentlich übernehmen. Und ja. Ein letztes Mal am Fahren Bremshebel ziehen und den Zug zum Stillstand zwingen. Ich bedanke mich nochmal für die Mitfahrt und weise nochmal auf das Abonnieren hin. Könnt ihr gerne jederzeit machen. Schaut mal über den Kanal und damit bis zum nächsten Mal.